Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Civilization 5 auf meinem Kanal. Ja, ich habe leider weitergespielt. Und zwar habe ich mir gedacht, ich spiele ein bisschen weiter. So ein bisschen, um das ein bisschen nach vorne zu bringen. Dass ich hier, ja, schon mal meine Katapulte so ein bisschen hier nach vorne rücke, meine Truppen hier bereitstelle. Aber dann hat mich das Spiel so gefesselt, dass ich mir gedacht habe, ja, ich spiele einfach mal weiter. Hat mich so gefesselt, ich habe gar nicht mehr gedacht. Da habe ich gesehen, ja, gleich habe ich Lissabon erobert. Und dann habe ich mir gedacht, nein, Moment, ich wollte nur ein bisschen weiterspielen, um das im Let's Play zu zeigen. Naja, kann man nichts machen. Was ich gemacht habe, war, ja, da hast du die neue Warenlage geöffnet. Da gab es ein paar kleinere Kämpfe, also hat schon ziemlich mitgenommen, aber so große Kämpfe waren es jetzt nicht. Moment, ich richte das mir hier ein bisschen schöner ein, da. So. So viele Kämpfe gab es jetzt nicht. Ich habe eigentlich die Katapulte nach vorne gestellt. Und wie heißt der Streitwagenbogenschütze. Die haben dann eine Runde geschossen. Dann hat Lissabon den hier ein bisschen beschädigt. Die haben noch eine Runde geschossen und den auf einen solchen Stand gebracht. Jetzt brauche ich nur noch mit den Schwertkämpfer dort einmarschieren und schon haben wir es. Ragusa. Nee. Ragusa haben wir gerade entdeckt, indem wir den anderen Stadtstaat. Lissabon haben wir erstmal hier 99 Gold geplündert. Sollen wir die Stadt annektieren oder sollen wir eine Marionette erstellen? Ich annektiere ganz gerne, weil ich gerne die Kontrolle habe. Und kurze Zeit, nachdem man das annektiert hat, ist es ja wieder, sobald das Gerichtsgebäude in mehr als 99 Runden produziert ist. Ach nein, das ändert sich nicht noch. Im Moment ist das hier Revolte noch, richtigere Revolte, Widerstand. Also sobald ich den Widerstand gebrochen habe, werden wir fleißig das Gebäude hier zu Ende bauen. Und dann haben wir es. Ja, Ragusa ist mein nächstes Ziel oder Hanoi. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal, Hanoi hat Eisen und Pelze. Und Ragusa hat Pferde und Perlen. Eisen haben wir recht viel. Pferde haben wir eigentlich auch genug, deshalb stehen wir zwischen Pelze und Perlen. Pelze oder Perlen? Pelze haben wir schon, Perlen haben wir auch schon. Och, kommt Leute, wer bedient denn mehr? Hier ist Sydney, die haben Elefanten, Elfenbein haben die hier. Ja, Elfenbein haben wir noch nicht. Das heißt, das wird dann unser nächstes Ziel. Obwohl eigentlich Ragusa liegt hier näher dran. Also wir schieben einfach unsere Einheiten nach Ragusa. Du baust mal hier automatisch, was du möchtest. Wir brauchen hier aber wirklich, wirklich mehr Schutz. Ich meine, so langsam ist das hier nicht mehr akzeptabel hier mit den ganzen Barbaren. Also hier kommen ja überall eigentlich Barbaren. Eure Einheit wurde bombardiert. Das geht ja natürlich gar nicht. Können wir die einfach so töten? Ja, super, geht doch. Und jetzt heile dich mal. Also das hier, der Kampf gegen die Barbaren ist immer noch hier. Ich wusste es. Jetzt kommen ja auch noch Barbaren hier. War doch klar, dass die irgendwann früher oder später hier reinmarschiert kommen bei mir. Aber ich brauche meine Truppen halt wirklich, um hier die Städte zu erobern. Überlegen wir mal, wie wir am besten vorgehen. Erstmal müssen wir hier ein bisschen erkunden. Also wir können ja nicht einfach einmarschieren, ohne das Gelände so richtig zu kennen. Deshalb werden wir da erstmal gucken, wie das Gelände überhaupt aussieht. Natürlich muss der hier natürlich mitkommen, denn man braucht eine Nahkampfeinheit, um eine Stadt überhaupt einnehmen zu können. Ich sehe, die bearbeiten hier schön die Pferde. Oh, Novgorod kann eine Stadt kann einen Gegner angreifen, das passt ja super. Ich hoffe, der hier kann hinterher rennen. Nee, leider kann er nicht so weit rennen. Ah, kritisch, kritisch. Der hier muss auf jeden Fall neben Ragusa stehen, wenn wir angreifen. Du bewegst dich auch mal hier ein bisschen weiter. Der kann hier endlich mal reinkommen in Ragusa. Ich würde vorschlagen, wir stellen den Kämpfer hier, Moment, den Kämpfer stellen wir irgendwo hier hin und unsere Einheiten dann irgendwie hier hin. An sich ist das auch nicht entscheidend. Das Gute ist, wir haben hier genug Platz und Ragusa hat auch keine Einheiten, um sich irgendwie zu verteidigen. Chillig. Passte hier so gut das Wort.
Naja, ob es jetzt passt oder nicht. Ich finde, es passt gut. Das Wort. Nächste Runde wird Ragusa schon mal angefangen. Oh, die sind ja schon wütend. Ach, kommt, Leute. Wir machen doch noch nichts. Oh ja, oh ja. Die sind anscheinend schon besorgt wegen meiner Militärpräsenz. Aber keine Sorge. Der Beschuss wird nicht lange dauern, dann haben wir die Stadt. Obwohl, dann müssen die sich ja doch Sorgen machen. Hm. Naja, das ist ihr Problem. Denke ich zumindest. Ja, das ist ihr Problem. Nicht meines. Mein Vorteil ist es. Aber ihr Problem. Und Novgorod kann angeblich jemanden bombardieren. Dann, oh, ja, super. Dann haben wir den doch schon weg. Dann kann er doch gar keinen Stress mehr machen. Ist doch toll. Ach, macht ihr um Ragusa keine Sorgen. Gleich haben wir die sowieso bombardiert und dann macht's ja eigentlich auch keinen Unterschied, wie cool oder wie böse die uns finden. Siehst du, jetzt sind sie total sauer auf uns. Ist das nicht suboptimal? Nein, das ist mir völlig egal. Weil die jetzt sowas von zerstört werden und daraufhin werde ich die einfach mal einnehmen. Was können wir denn bauen? Ein Schrein? Ich weiß nicht. Also so religiös muss es nicht unbedingt zugehen. Ich denke, ein Aquädukt wäre gut, weil es den Wachstum, den Bevölkerungswachstum steigert. Hier würde ich, oh, das ist eine gute Frage, was ich hier bauen würde. Also Nahrung haben die erstmal genug. Kultur würde ich ein bisschen, nein, am besten pushen wir die Bibliothek, also das, die Wissenschaft. Oh, Ragusa und Hanoi finden mich jetzt nicht so cool, weil ich mit dem Krieg geschlossen habe. Naja, Hanoi wird von mir ja noch erobert werden. Ist dann als nächstes halt dran. Wann genau, weiß ich nicht, aber es wird nicht lange dauern. Hey, was habe ich getan? Ich habe nur einen Stadtstaat fast erobert und einen anderen erobert. Ja, dafür wirst du bezahlen, ja? Hier mit Geld. Ich will Geld von dir. Hier, du kannst mich nicht einfach beleidigen. Ha, ich frage mich eigentlich, warum die immer den Streitwagenkämpfer bombardieren. Der ist eigentlich die unwichtigste Einheit überhaupt. Ich meine, der macht 23 Schaden. Die Katapulte machen 36 Schaden. 35 Schaden und der hier ist überhaupt die Einheit, die man braucht, um das überhaupt erobern zu können. Also ihre Prioritäten finde ich großartig. Aha, sauber Deutschland, du bist echt cool. Deutschland hier ist echt cool. Bismarck ist voll korrekt. Yo, dafür werdet ihr schon bezahlen. Ich bin Itza von Dareos fertiggestellt. Was interessiert mich das? Novgorod kann einen nahen Gegner angreifen. Könnt ihr bitte aufhören, irgendwelche Barbarenbogenschützen in meine Städte zu schicken? Wäre wirklich total supi von euch, ihr bösen Barbaren. Ich kann doch hier nicht jede paar Runden hier Barbaren bekämpfen. Also das wird mir hier ein bisschen nervig. Boah, die bombardieren immer noch meinen armen Streitwagenbogenschütze, obwohl er die völlig unwichtigste Einheit bei diesem Angriff ist. Das kann ich ja total nicht verstehen. Also Ragusa gehört auch schon fast uns. Also hier, zack, und Ragusa ist unseres. Ach, verdammt, wir haben da jetzt völlig Unzufriedenheit. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Haben wir jetzt völlig viel Unzufriedenheit. Was können wir denn einführen hier, um unsere Zufriedenheit zu steigern? Also anscheinend, hier ist nicht viel mit Zufriedenheit. Ja, Religion bringt uns jetzt auch nicht viel. Naja, machen wir einfach mal Maschinen. Oder einfach mit Metallguss. Schauen wir mal, was können wir denn hier bauen? Wie wäre es mit einem Gerichtsgebäude? Das ist immer schön. So ein Genua ist genug. Es ist schon lange. Genug ist genug. Es ist schon lange fällig, alle über eure üblen Taten zu informieren. Deutschland ist doch nicht korrekt. Warum? Warum? Was soll das? Hat er nicht auch England denunziert? Hallo? Hä? England? Hat mich England nicht denunziert?
Warum denunzierst du mich? Hallo? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dem? Warum denunziert er mich? Was ist denn los mit dem? Ich verstehe das gar nicht. Ganz ehrlich, was ist denn los mit dem? Was ist denn los mit dem? Was regt er sich so auf? Ich erobere hier doch nur Stadtstaaten. Was hat der denn mit meinen Angelegenheiten zu tun? Ich verstehe das gar nicht. Wie kann er sich wagen, in meine Angelegenheiten zu mischen? Wenn ich hier einen Stadtstaat nach den anderen erobern will, dann tue ich das auch. Ich brauche doch nicht seine Erlaubnis. Was denkt er sich eigentlich, wer da ist? Der kann mir doch nicht vorschreiben, welche Länder ich erobern darf und welche nicht. Nein, ich möchte keinen Krieg mit Hanoi. Meine Truppen stehen... Moment. Wo ist denn jetzt mein Katapult? Hä? Das stand ja auf dem Katapult. Was ist das denn für ein Fail? Naja, du musst auf jeden Fall... Moment. Ich glaube, wir sollten vielleicht langsam aufhören mit den Erobern. Ansonsten könnte das Schwierigkeiten bereiten mit unserer Zufriedenheit. Die ist nämlich völlig im Keller. Es ist eine Schande, dass einige Oberhäupter dieser Welt Spaß daran finden, auf den Schwachen herumzuhacken. Meint ihr nicht auch? Ja, das finde ich auch. Nun gut, das stimmt. Ja, das ist schon traurig. Ich will aber auch nicht auf irgendwelchen Kleineren herumhacken. Ich will einfach nur sie ausplündern und alles, was sie besitzen, an mich nehmen. Also einfach, ich will sie einfach nur erobern. Ich mach doch nichts. Ich erober doch einfach nur Länder. Was wollen die alle von mir? Was ist denn los mit denen? Ich verstehe das nicht. Warum beschweren die sich alle? Haben die nichts anderes zu tun, als sich irgendwo zu beschweren? Habt ihr keine anderen eigenen Angelegenheiten? Und ganz ehrlich, was soll denn das? Ihr könnt doch nicht immer euch in meine Expansionspolitik einmischen. Was soll denn das hier? Kann doch nicht sein. Wenn ich ein Land erobern will, dann tue ich das auch. Ich brauchte keine Erlaubnis von einem Bismarck oder einer Elisabeth. Hallo, ich bin Katharina die Große. Wenn ich was machen will, dann tue ich das, ja? Dann tue ich das. Ja, dann sind mir die anderen auch völlig egal. Ah, was haben wir denn hier? Oh, große Persönlichkeiten. Ja, wen nehmen wir denn da? Eine schwere Entscheidung. In Moskau soll was Neues gebaut werden. Ah, ich brauche eigentlich Zufriedenheit. Haben wir denn da nicht irgendwelche Wunder, die wir bauen könnten? Also das erscheint mir eigentlich ganz gut, aber ich brauche Zufriedenheit. Was gibt denn hier Zufriedenheit? Irgendwie sehe ich nichts mit Zufriedenheit. Okay, es gibt hier nichts mit Zufriedenheit. Orakel, eine freie Sozialpolitik. Sind Sozialpolitiken für uns gut? Also ich habe da keine Ahnung von. Aber hängende Gärten wären eigentlich gut, weil unsere Nahrung hier völlig im Keller ist. Oder können wir ein anderes Gebäude bauen? Nein, dann bauen wir die hängenden Gärten. Und dann bauen wir die hängenden Gärten auch. Da brauchen wir keine Erlaubnis von Bismarck oder Elisabeth. Wenn wir das tun wollen, dann tun wir das einfach. Wen könnten wir denn hier nehmen? Brauchen wir Gold? Brauchen wir Wissenschaft? Brauchen wir Kultur? Also da ich ein Staat bin, der eher auf militärischen Wissenschaft geht, werde ich hier einfach mal eine Akademie gründen. Und ja, ich werde die Akademie gründen. Aha, ein Barbarenlager. Ich denke, das ist ja wohl eher eine gute Aufgabe für meine Truppen, sich um ein Barbarenlager zu kümmern. Ja, ihr könnt da erstmal chillen bleiben, bis meine Zufriedenheit sich so weit beruhigt hat, dass ich solche Expansionszüge nochmal durchführen kann. St. Petersburg, du wirst hier wahrscheinlich nicht benötigt. Oh, doch, wirst du. Okay, Hanoi werde ich erstmal nicht bombardieren. Denn meine Zufriedenheit ist im Keller und immer wenn ich Staaten erobere, dann ist meine Zufriedenheit wieder tief, runter, dann geht die wieder runter und das ist natürlich schlecht. So kann ja kein Staat bestehen mit so einer niedrigen Zufriedenheit. Oh, ich denke, die Folge wird bald enden, aber eine Runde machen wir noch. Hier, baust du eine coole Akademie. Moment, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie der Typ hieß.
ist immer interessant zu sehen, wie die heißen, die Typen. Aber naja, es ist auch nicht so wichtig. Mal gucken, können wir die bombardieren? Nein, wir müssen noch einen Schritt näher rangehen. Jetzt werden so richtig bombardiert hier, die Typen hier. Mal gucken, wen haben wir hier noch an Befehl zu geben? Na gut, machen wir noch eine Runde, weil ich gerade so viel Lust darauf habe, noch eine weitere Runde zu machen. Oh Mann, das wird schwierig. Wie soll ich das denn bitteschön schaffen? Das ist doch völlig unmöglich. Also zieh dich bitte mal zurück hier, du. Du hast da keine Chance, irgendwas zu machen. Also der ist verloren, der kann hier nichts mehr machen. Also ich habe hier ziemliche Probleme mit den Barbaren. Das wird ziemliche Probleme verursachen hier. Was soll ich denn bauen? Eine gute Wahl wäre der Tribok, aber eigentlich brauche ich Zufriedenheit. Lasst uns doch mal in den Technologiebaum schauen und gucken, was wir denn so gebrauchen könnten. Also gut gebrauchen könnte ich eigentlich Bildungswesen. Bildungswesen, ja. Schade, dass hier nichts ist. Theater könnte ich gut gebrauchen, aber bis ich dort bin, dauert es mir einfach zu lange. Ich muss einfach in meinen Städten, die ich bereits habe, irgendetwas bauen, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Und wie es aussieht, ist der hier auch verloren. Der hier kann auch nichts mehr tun. Da müssen beide hier sich bis zur Heilung verschanzen. Anders geht's ja wohl leider nicht. Dann müssen die von hier oben, aber die von hier oben haben ja wiederum auch ihre eigenen Probleme. Ja, das sieht man schon. Ich habe hier meine eigenen Probleme, die ich brauche. Ich muss mal wieder hier richtig Truppen produzieren, ansonsten werde ich hier untergehen. Leider ist das so. Was ist denn jetzt wieder los? Was ist denn jetzt wieder los mit euch? Was soll denn daraus werden hier? Wo? St. Petersburg, Moskau. Ach, da oben hier, die meint ihr, ja. Ja, die gefallen mir auch nicht. Was wollen die denn da oben schon wieder? Was ist denn los mit denen? Haben die keine anderen Wohnhäuser oder wie? Müssen die immer zu mir ankommen, weil die keine Wohnhäuser haben oder was? Nein, wir nehmen keine Obdachlosen an. So sind wir nicht, nee. Hier kommen keine Obdachlosen in mein Reich rein. Nee, vor allem keine, die wild um sich schießen und alles zerstören. Ey, was ist denn los mit euch hier? Hört mal auf hier, neue Barbaren zu produzieren. Sind die völlig durchgestört oder was? Durchgestört. Bestes Wort. Was ist das für ein Wort? Durchgestört. Na gut, hoffen wir einfach mal. Was ist denn los mit denen? Ach ja, wütende Barbaren hätten wir nicht anmachen dürfen. Also das hier ist wirklich übertrieben, wie hier die Barbaren wieder ankommen. Zwei Lager und ich komme schon nicht klar. Das ist einfach völlig übertrieben und auch zu viel. Da komme ich einfach nicht klar mit. Ich meine, was soll ich denn jetzt hier machen? Die sind überall. Ich kann doch nicht überall mit meinen Truppen sein. Ja, vielleicht hätte ich mehr in die Verteidigung investieren müssen und weniger darin, andere neue Länder zu erobern. Aber was soll's? Ich werde damit schon fertig. Dieses Lager hier werde ich bestimmt platt kriegen. Ich meine, hier, das ist ja schon fast kaputt. Nächste Runde habe ich das platt gekriegt. Die einzige Sorge ist, dass meine Arbeiter hier nicht vernünftig produzieren können, nicht vernünftig arbeiten können, vielleicht sogar erobert werden von diesen Barbaren, weil diese Barbaren hier einfach rumstrolchen. Das ist meine einzige Sorge. Okay, ich denke, diese Barbaren hier sind eigentlich schon eliminiert. Kann man schon als eliminiert zählen. Allerdings frage ich mich immer noch, was ist denn los mit denen hier? Ich komme drauf nicht klar. Ah, worauf ich auch nicht klar komme, ist, dass die Folge schon vorbei ist und wir haben minus 10. Oh, jetzt verstehe ich. Wir haben minus 10. Das bedeutet, unsere gesamten Arbeiter arbeiten jetzt nicht so produktiv, wie sie sonst arbeiten würden. Und wie lange dauert das denn hier? 24 Runden? Was ist denn los mit euch? Wie lange soll ich denn darauf warten? Ich glaube, ich brauche auch mehr Bautrupps. Vor allem brauche ich aber auch mehr Schutz vor diesen Barbaren. Ich meine, was ist denn los mit denen? Warum kommen die immer in mein Reich? Ist das so schön? Ja, natürlich ist das schön, aber die dürfen auch jetzt nicht immer hier in der Gegend von St. Petersburg, von Moskau, von Novgorod, von Lissabon und
Ragusa rumstreunen. Das geht doch nicht. Können doch nicht so machen. Nee, 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 nee. Na gut, meine Truppen streunen jetzt hier gerade bei Hanoi rum. Ich glaube, denen gefällt das auch nicht so ganz. Eigentlich habe ich ja auch vor, die zu erobern, aber da meine Zufriedenheit ja nicht ganz mitspielt und ich erstmal irgendwie dafür sorgen muss, dass die wieder hochgeht. Ach, ich habe hier mir jetzt eine Taktik überlegt. Ich kann nur hoffen, dass er... Ja, leider nicht. Ich brauche von irgendwem Edelressourcen. Hat denn hier irgendwer... Hanoi hat Edelressourcen. Wir haben Pelze. Nein, Pelze haben wir bereits. Aber Sydney, die haben Elfenbein. Dann machen wir denen doch mal ein Geschenk hier. Zu unseren... Oh Mann, wie viel Geld das kostet. Ich glaube, das war keine gute Investition. Allerdings brauchen wir jetzt noch... Und schon sind wir verbündet. Und ich weiß nicht, ob die uns ihr Elfenbein überlassen haben. Wenn die uns... wenn die uns ihr Elfenbein hinterlassen, dann haben wir nur noch minus 6 und das ist um einiges besser als minus 10. Aber das sehen wir dann in der nächsten Runde. Das wie dann ja.